Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. 2-1 gewonnen, Herr Pummer, zufrieden mit der Mannschaft? Ja, grüß euch miteinander. Erst einmal an alle herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Zum Spielen muss ich wirklich die Truppe heute wieder mal loben. Nachdem, dass wir es sportlich oder vom Verein her nicht schaffen, dass wir die Lizenz bekommen, hat sich die Truppe wieder mal heute belohnt, dass wir das Spiel gewonnen haben. Die Jungs haben einen super Charakter gezeigt. Ich denke, haben heute wirklich ein gutes Spiel abgeliefert. Und ich denke, dass der Sieg nicht ganz unverdient ist. Ja, danke, Daniel. Ich glaube, da hat er recht, oder? Erstmal auch hallo von mir. Ja, ich muss aber auch heute meiner Mannschaft trotzdem ein Kompliment machen. Wir haben erste Halbzeit meiner Meinung nach offensiv eine der schönsten Leistungen, vor allen Dingen im Spielerischen, gezeigt in der Rückrunde, das, was ich so oft bemängelt habe. Ich glaube, war ein Top-Bayern-Liga-Spiel, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit auf wahnsinnig hohem Niveau. Wir haben natürlich ein bisschen hoch in der Mitte gestanden, mit ein paar Veränderungen. Wenn du die halbe Kette ersetzen musst hinten, dann ist ja im Sinn die Abstände oder ist alles ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, ich finde, wir haben es wahnsinnig gut gemacht. Unter Föhring hat die ersten Chancen nur aus unseren Fehlern heraus gemacht. Und so sind auch die Tore gefallen. Ganz eindeutige Fehler von uns. Und ja, muss man halt dann, gibt man ein paar Gastgeschenke ab, so wie vielleicht im Spiel andersrum. Nein, ich fand, wir waren gut im Spiel, wir haben gute Chancen gehabt, es war ein hochattraktives Fußballspiel und das Ergebnis mit den Chancen, die wir dann verschenkt haben, über das Spiel hinaus, geht natürlich dann völlig okay für Unterführung, aber gesamtheitlich fand ich die Leistung heute trotzdem gut von beiden Mannschaften. Nachher hat Unterführung nur noch reagiert. Und wir sind nicht mehr gut ins Ziel gekommen, aber das darf ruhig sein. Das ist eine qualitativ sehr starke Mannschaft und ich glaube, heute steht im Vordergrund mit dem, natürlich auch ein bisschen im Rücken mit der Pullacher Niederlage, dass wir es leider den Fans und uns nicht schenken konnten, heute die Meisterschaft einzufahren. Jetzt müssen wir es wieder mal auswärts richten, aber da sind wir eh sehr stark, deswegen hoffe ich, dass wir das nächste Woche schaffen und dann muss man einfach kann man mit breiter Brust auf die nächste Saison zusteuern. Okay, danke schön. Das war's dann schon. Wie gesagt, jetzt wird noch gefeiert hier. Wer Lust hat, kann er noch ein bisschen da bleiben.